Und damit Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu RimWorld. Ja, wir haben hier immer noch die Malaria. Und ja, ich glaube, es wird irgendwie problematisch. Ja gut. Rebecca könnte es schaffen, wenn sie jetzt mal vernünftig verarztet wird. Lavalion. Oh, 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 oh. Behandle dich mal bitte selbst, danke. Stella, wie schaut's bei dir aus? Ja, Stella ist über den Berg. Bei Rebecca wird es noch dauern. Ist die Behandlung in 5 Stunden? Wo sind denn meine Malaria, Leute? Und dann sollten wir vielleicht... Guck mal, da verblutet was. Und der Warg. Der hat sich mit Rotwild angelegt. Alles klar. Das heißt, die Musik jetzt extrem leise ist, beziehungsweise wir hören die gerade nicht, weil die gerade... Ah, siehst du, man muss es nur ansprechen, dann kommt die Musik. So, der Wal, und wie geht's dir eigentlich? Ah, du hast jetzt Stella verbunden, wie es aussieht. Na gut, Stella ist wie gesagt über den Berg. Rebecca? Braucht ihr noch 4 Stunden? Du gehst jetzt zu Herbert. Herbert ist auch über den Berg. Und Vincenta ist bis jetzt die einzige, die wir so gesehen verlieren werden. Garantiert, es geschieht, es sei denn, es geschieht noch ein Wunder. So, und dann wurde mir noch mitgeteilt, ich sollte doch vielleicht mal... Nein, ich reiß essen. Das hier priorisieren. Sam, wie schaut's aus? Bist du ausgeschlafen? Nicht wirklich. Sam, wo bist du eigentlich? Oh, außerhalb. Sam? Ich würde mal sagen, du kommst doch mal bitte nach Hause. Bitte. Bitte, 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 bitte. Und kochst uns mal eine Kleinigkeit. Gut, Lavalion verarztet jetzt hier noch. Ja gut. Lavalion darf sich jetzt nicht überanstrengen. Gut. Wer ist denn unser anderer Koch? Die sind ja alle irgendwie krank. Natalie, komm, du bist eine Barkeeperin. Fang an zu kochen. Bevor das hier alles irgendwie den Bach runtergeht. So, jetzt wird noch Juna behandelt. Rebecca, wie geht's dir? Ist du auch schon bereit? Noch in 3 Stunden. Sam? Sam ist unterwegs, alles klar. Wildtiere, Moment mal kurz. Noch einen Truthahn jagen. Wach, Katzel. Die ganzen Gazellen und Hirsche müssen wir mal platt machen. Das wird dann schon. Ja gut. Nathalie, habe ich dir nicht gesagt, dass du kochen sollst? Kochst du überhaupt noch? Nathalie. Ach, hier. Gut, du kochst eine einfache Mahlzeit. Und Sam schlachtet in der Zwischenzeit. Sam? Warte, tu dir das bitte nicht an. Hier. Timo, nein. Sam ist länger dabei, Sam bekommt das. Na gut, hättest du lieber das Ruhezeug gegessen, ne? Am wenigsten kannst du jetzt im Ding schlafen. Lavalion, was machst du jetzt? Versorgt Kommissar. Na gut. Wie geht's deiner Malaria? Ja, du müsstest dich wirklich mal hinlegen und entspannen. Hier. Ja, wie gesagt, über den Berg. Rebecca. Da könnte es noch knapp werden. Höchstwahrscheinlich verlieren wir 2 Leute an dieser Epidemie. Uiuiuiui. Guck mal. Ein Banditenlager. Ist mir gar nicht aufgefallen. Vera, Ratsvorsitzende von der südwestlichen Unui, hat uns eine Nachricht geschickt.
So wie es aussieht, überfallen Banditen von einem nahegelegenen Lager ihre Karawanen. Granitkommode, naja, gut. Ich glaube, das kennen wir bereits. Nun gut, nun gut, nun gut. Sonnenfinsternis interessiert uns nicht, da wir keine Solargeneratoren haben. Ist aber, wir bräuchten dringend mehr Stahl. Das einzig Gute daran ist, wenn uns hier die Leute anfangen wegzusterben, ist, dass da ein paar Zimmer wieder frei werden. Und ich glaube, ich könnte hier auch mal anfangen, noch weitere Zimmer. Wobei, die Zimmer wollte ich ja hier reinsetzen. Guck mal, ein paar Mahlzeiten haben wir noch. Wie schaut es eigentlich bei euch aus? Hab ich auch schon lange nicht mehr reingeguckt. Gut. 81%. Also 81. Muss da noch. Der wird es mit Ach und Krach überleben. Und ja, das wird dauern, bis die angeworben sind. So, ich hoffe, die Anbausaison beginnt bald wieder. So. Guck mal, hier haben wir eine ganze Menge Stahl. Den könnten wir eventuell mal abbauen. Da haben wir auch noch Stahl. Können wir auch noch abbauen, aber erstmal das da und so. Verstehst du? Das Neutramin, das hätte ich ja beinahe schon vergessen, dass wir sowas haben. Ja, und eventuell sollten wir mal vielleicht auch mal ein bisschen zusätzliche, ihr wisst schon was, Teile hier im Blatt machen. Blatt machen. Ausbuddeln. Was? Carina ist tot? Carina, ach nein. Ach, Carina. Na gut, Carina war jetzt nicht so lange dabei. Nahrungsmangel trivial. So, wenn jetzt das hier so funktioniert, Robin. Kannst du mal bitte beerdigen? Na gut, das einzig Gute daran ist, dass jetzt die Leute langsam wegsterben. Ist einfach nur, dass wir jetzt besser mit unserem Futter zurechtkommen. So, Lavalion, wie schaut's aus? Naja, wird langsam, beziehungsweise hält sich in Grenzen. Immer schon die Malaria im Auge behalten, auch wenn wir da nicht wirklich was machen können. Herbert? Ja, Herbert hat es eigentlich geschafft, so gut wie. Heieieiei. Guck mal. Da sind wir ja bald fertig mit dem Ernten und so. Weißt du was, wir könnten aber auch mal das ganze Zeug hier ernten. Und ich hoffe mal, dass uns nicht die... Ihr wisst schon was. Die Medizin ausgeht. Die uns zwangsläufig ausgehen wird. Hui. Ich glaube, ich sollte noch ein zusätzliches Medizinfeld anlegen, ne? Das da hier oben wachsen kann. Das können wir mal schon mal für die nächste Anbauperiode planen. Damit wir einfach ohne Ende Heilkräuter haben. Heilwurzeln, genau. So, ich glaube, dann können wir das hier auch mal ernten. Also, das darf uns nicht mehr passieren, dass wir so schnell wieder... Timo schlechter. Timo hatte einen Zusammenbruch. Und wird seine Wut an deinen Tieren auslassen. Timo? Wen willst du schlachten? Ich hoffe, keine meiner Bomalopen. Ich glaube, den muss gleich jemand mal gefangen nehmen oder so. Uiuiui.
dringend einen neuen Koch. Dringendst. Guck mal, Robin holt jetzt die Medizin schon von hier. Das ist nicht gut. Guck mal, hier haben wir noch wilde Heilkräuter. Mal kurz rausgezoomt. Und ernten. Naja, mehr gibt's da nicht. Timo, Moment. Benedikt, kannst du ihn mal bitte zur Vernunft bringen? Oder Moment, im Nahkampf angreifen. Robin, kannst du... Moment, Sam, kannst du da vielleicht mitmachen? Das soll sich mal beruhigen hier. Tu mal einfach ausnocken, ne? Ja, Timo, so schnell kann's gehen, ne? Lass die Tiere in Ruhe. Wir wollen dir nicht wehtun. Gut. Justin erntet eine Eiche. Was? Achso, weil die ausgewachsen ist. Deswegen. Nun gut. Kampfmodus beenden. Sam, was stimmt nicht mit dir, dass du so langsam bist? Atheren, ja gut. Kannst du mal bitte retten? Und Campandia. Wo ist den Truthahn? Das ist gut. Sam geht auf die Jagd, oder? Nee, rettet erstmal einen Timo. Eieieiei. Wie schaut's eigentlich aus mit Yuna? Immunität 84%. Ich glaube, du brauchst keine Medizin mehr. Du belebst das auch so. Kommissar, jetzt müssen wir rationalisieren. Du überlebst es auch ohne Medizin. Stella. Könnte ein bisschen knapp werden, aber ich glaube, du überlebst es auch ohne Medizin. Rebecca. Wird leider wegsterben. Vincenta, ich glaube, bei dir ist auch alles verloren. Ja. Können uns die Medizin eigentlich auch sparen, sorry. Nun gut. Du, keine Medizin mehr. Du schaffst das, oder? Ist eigentlich knapp. Wir haben nicht mehr so viel davon, verstehst du? Gegenwärtig. Also, was fehlt denn hier eigentlich? Bauteile und Stahl. Stahlbauteile. Ja, gut. Benedikt, bist du am Kloppen? Das Blöde ist halt nur, dass Benedikt halt nichts schleppen tut. Nee. Passive Kühlung brauchst du nicht auffüllen. Hol den Stahl. Haben wir noch andere Träger? Ja gut, Timo, aber der ist jetzt gerade bewusstlos. Ah, Herbert hätte auch keine mehr gebraucht, oder? Eigentlich nicht, das überlebt er auch so. Eieieiei. Ach, Sam. Ich glaube, du brauchst, musst dich auch mal wieder hinlegen. Merk, Boomerlupe ist in Ordnung. Ist eigentlich Justins Aufgabe. Kannst du vielleicht hier schlachten? Rebecca, wie schlimm ist es? Nahrungsmangel 13%. Robin? Lass bleiben. Du bist kein Koch. Wie sind denn deine... Wobei, ja. Gut, du bist kein Koch. Natalie forscht. Du bitte schlachten. Dann kann Sam sich auch mal ausruhen mit ihrer Arterienverstopfung. Oder die Boomerlupe melken. Ja, Vincenta ist tot. Das wussten wir. Die letzten Ereignisse im Leben von Vincenta.
Sapp verfehlte Vincenta zum Schlagen. Ja, Vincenta starb an Malaria. Nun gut, haben wir noch Gräber frei? Lennox? Du bist kein Bauarbeiter. Wir essen das schon, ne? Gabriel, kannst du bitte hier noch ein paar Gräber ausbuddeln? Wir werden ein paar brauchen. Guck mal, jetzt muss der Chef selber seinen Stahl holen, weil manche Leute keinen Stahl schleppen möchten. Das ist schade. Und ja, der Warg, der hier in der Nähe ist, der bereitet mir auch Sorgen. Blutverlust leicht. Timo? Ich glaube, du brauchst keine Medizin, das wird auch so. Nein, versorge erstmal hier. Laval muss es sich mal hinlegen. Danach kann Natalie noch ein bisschen kochen, wenn das hier alles zerteilt wurde. So eine kleine Malaria-Epidemie ist schon richtig mies, ne? Keine Materialien. Könnt ihr mal bitte aufhören? Ja gut. Dann ist das halt roh. Alle essen hier alles roh. Komm, Natalie, zerteil das bitte auch nochmal. Ihr all. Dass ihr alles roh essen müsst. Haben wir die Gräber hier schon durch? Ja gut. Dann. Makapandia, hast du schon Stahl angeschleppt? Kannst du als nächstes. Sagt mir bitte nicht, ihr habt Vincenta gegessen. Ach, Vincenta war unterwegs. Kannst du als nächstes Vincenta begraben? Sam? Wen willst du ausbuddeln? Sam, wo steckst du? Oh nein, ich habe so ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Sam, ich mag dich doch auch, aber du musst mich jetzt nicht ausbuddeln. Werde ich jetzt in jeder Folge ausgebuddelt? Sam, bitte. Na gut, jetzt übergibst du dich auch noch. Medizinischer Notfall. Bei Rebecca. Lavalion. Das bitte zerlegen. Wobei. Wir haben keine andere Wahl. Ja, Rebecca werden wir auch verlieren. Och nö. Sam, ich mag dich doch auch, aber tu mir das nicht an. Lass mich doch bitte schlafen. Ach ja, jetzt buddelst du mich auch schon aus. Dankeschön. Ist das hier irgendwie so ein neuer Ritus, einfach mal den Chef auszugraben? Heieieiei. Bitte tut mich nicht essen. Sam, wie wär's, wenn du mich wieder zurückpackst? Danke. Hey, Lennox, ich bin nicht essbar, okay? Verstanden? Ist uns hier eiskalt die Medizin ausgegangen. Ja gut. Kommissar hat's überlebt. Stella ist auch gleich wieder fit, oder? Ja, 94%. Lavalion. Das ist halt immer noch ein bisschen knapsig. Aber ja, und wir müssen uns für deutlich mehr Sprit kümmern. Dafür mal einen Solargenerator bauen. Der Winter geht einfach nicht vorbei. Sam? Guck mal, da liege ich wieder. Sam, bitte. Das hier ist mein... Hallo? Sam? Nein, aus! Nicht in ein normales Grab. Genau. Pack mich da rein, wo ich reingehöre. Dankeschön. Also ich glaube wirklich, dass es irgendwie so ein Ritus ist hier bei uns in der Kolonie. Einfach den alten Häuptling
mal wieder auszubuddeln. Gabriel, wenn du mal drauf gehst, die werden das Gleiche mit dir machen. Hoffe ich. Weil irgendwann muss ja Ruhe sein. Und unsere Krankenstation ist fertig. Da wurde mir halt mal mitgeteilt, dass ich das mal priorisieren sollte. Wag, jagt Benedikt. Oh, Benny, du bist tot. Ich kann dir da nicht helfen. Ich kann es zwar probieren, aber... wird höchstwahrscheinlich nichts. Ich würde mal auch sagen, Leute, ob der Warg den Benny erwischt. Moment. Der Warg jetzt den Benny tötet, erfahren wir dann leider erst im nächsten Part. Wobei, Moment, beschießen geht nicht zu nah. Ja. Wegrennen, es wäre jetzt auch tödlich, voll den Rücken und so. Ist die Angreiftruppe unterwegs? Ja, Benny konnte ich auch nicht retten. Benny, halt durch! Bene! Jetzt ist unser Nudist weg. Hör mal bitte auf... Hey! Was ist nur alles weggebissen? Oberkörperstichnarbe. Oh, Ben. Deswegen wollte ich die immer platt machen, diese Raubtiere. Oh, Juna hat keine Waffe. Das ist doch schön. So. Dann würde ich mal sagen, Benny beerdigen. Wenn du schon mal hier bist, dann kannst du es tragen. Robin, du kannst das mal tragen. Natalie. Was du machst. Keine Ahnung. Oh wei, oh wei, oh wei. Das war jetzt mal wieder Sterbens-Dingskirchen. Aber ja, ich hätte vielleicht die Folge vorher ausmachen sollen. Damit wir einen schönen Cliffhanger haben. Aber naja, das war abzusehen. Und dementsprechend würde ich sagen, das war's jetzt leider von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und tschüssili.